gegen Berlin Damage. Stylos von links, Damage von rechts. Und in diesem Block haben wir noch Rebirth Berlin und Hunters Crew Poznan. Auch wieder Rebirth von links, Hunters von rechts. Ich bin zu leise? Okay, muss ich lauter sprechen, danke. Und erstmal moin moin. So, wir haben alle Spieler auf dem Feld. Bei Damage ist noch irgendwas, da rennt gerade einer runter. Aber es kann gleich losgehen. Da kommt Spieler Nummer 5. Moin Christian. Rebirth wird auch noch gekrönt. Ich schätze mal, wenn die durch sind, dann geht's los. Eine Minute! Jo, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Dani, Daniel Schmidt. Wie könnt ihr mich nennen, wie ihr mag. Ich bin das erste Mal hier für euch komplett alleine, also habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Ich versuche mein Bestes. Jo. Rebus immer noch am Kron. Und der letzte von Poznan. Ja, wie gesagt, 24 Spiele heute. Es werden einige schöne Begegnungen hoffentlich. Mal gucken, haben wir... 30 Sekunden. Geht gleich los. So, Tennis gecallt. So. Damage mit einem Snake Runner? Nein. So, Damage. T-Bag 2, Mai auf der T-Bag-Seite. Center, Mai auf der Snake und Snake Corner. So, G1 bei Stylos. Stylos hat Tippi 1, Tippi auf der Maya, den Center, Center löst auf Snake Maya und das kleine Mini-M in der Snake. Damage will in die Snake, ins Mini-M vorgerückt und in Tippi 3 lässt sich checken. Clean. Stylos in der Snake. Geht. Oh, G1 bei Damage aus der Snake, aus dem Tippi. Tippi 1 nachbesetzt. Und Snake 1 von Damage. Geht raus auf Tippi.
Ja. Beginnt ein wenig ruhig. G2 bei Stylos. Ein bisschen G2 auch bei Damage. Tippy hat's rausgehauen. G3 bei Damage. Snake ist raus. So, jetzt könnte aber mir Snake bei Stylos ein bisschen was machen. G4 Center geknipst aus der Snake. Und nur noch einer in den kleinen M. So. War ein Trade. So. Stylos nur noch zu zweit. Allein auf dem Feld. Wir werden buzzern. Clean. 30! Jetzt wird 7 Mann. Du darfst nur 7 pro Punkt. Ihr seid zu viel. Mit dem Stream geht nicht. Dann wird das, schätze mal, gleich wieder weitergehen. Okay. Boah, voll verpasst. Über Snake Corner, Medusa in Mitte, der Center. Tippy Maya ist raus. Center löst, geht rüber auf Tippy Maya. Die G3 bei Rebus. Alter Schwede. G4 bei Rebus. Hand das ganz schön Druck. Mit 1, 2, 3, 3 alive. Ne, 4 alive. Schneller Punkt für die Jungs. Punkt hat das Crew! 30! Seconds gecallt. Oh. G1 bei Stylos. G2 bei Stylos. G3 bei Stylos. Ganz schön Shortstart. Nicht Shortstart. Zu spät Start gehabt. Da läuft nur noch alleine gegen 1, 2, 3, 3 Damage-Leute. Der wird in seinem Corner zerhackt. Punkt für Damage, würde ich mal sagen. Damage! So.
zwei Snake Runner und ein Tippy Runner bei Hunters. Ja. Nein. G1 bei Hunters hat es nicht in den Corner geschafft. Snake 1 bei Reavers. Snake 2 bei Reavers. Gleich im M vorgegangen. G2 bei Hunters. Die Snake macht sehr viel Druck. Knips T-Pack 1. Ist jetzt in der Snake 50. Hunters nur noch zu zweit in den beiden Maya. Und Rivers hat Snake 1, Snake 2. Die mittlere Ken. So. G4 bei Hunters. Nur noch der Snake Corner. Snake Corner raus. Würde ich mal sagen, Punkt 4 Rivers. Seconds Damage von links, Stylos von rechts diesmal. So, go! Damage aller Life. Snake Corner, Snake Maya, Center, Tippy Maya, Tippy 2. Bei Stylos, da wird sich noch die Maske gerichtet in T-Pack 1. Da haben wir T-Pack Maya, Center, T-Pack Corner und auch ein G1. Damage in Snake 1. Snake Mini-M. Und das hat sich da nichts geändert. Snake befasst sich mit dem T-Pack 1 von Stylos. Wird gerade gedrückt. Die Snake kann gerade nichts machen. G2 bei Stylos, G3 bei Stylos, nur noch die beiden Mayas. Damage verliert auch ein T-Pack-Spieler. G4 bei Stylos, Snake killt sich jetzt den Snake Maya. Jo. Punkt für Damage, würde ich sagen. Nicht viel Zeit für die Jungs hier. Die Podrunner, die rennen. Tennis gecallt. Bei Rios rennen sie noch schnell. So. Hunters, Snake 1, Snake Corner. Center, Tippy Maya und Tippy 2. Rivers G1 und Snake 1, Snake Corner, Center und Tippy Maya. Und G2 auch bei Hunters. Damit Tippy 1, Tippy 2 besetzt und den Snake Maya. Oh.
rüber ist die Tippi-Seite, glaube ich, komplett geflogen. Ja, komplett geflogen. Nur zu zweit in der Snack und im Snack-Corner. Jetzt heißt es Ruhe bewahren. 2-2. Hunters in Snack, Tippi 50. Wird Hunters sich den Snack von beiden Seiten bekommen. Der Reverse-Spiel aus der Snack. Hör gerade 1-for-1 für Reverse. Spieler ist clean von Hunters. Punkt für Hunters. Ja. Okay, jetzt im Spiel triffst du Punkt Hunters. Die was? Sieht so aus. Also keine Beschwerden bis jetzt. Der chattet. Ne, geht. Ich soll ein bisschen lauter reden. Ansonsten. Läuft. So. Stylus mit doppelt Mayas, beide Seiten, fliegt aber die Snake Meyer Seite. Jetzt nur noch. Oh, Center auch Penalty bekommen. Jetzt Double Meyer im Tippi. Und die kriegen 3, 4, 5 Kanonen auf sich. Alle geflogen von Stylos. Das war nix für die Jungs, leider. Damage mit 5 alive. Ja, mache ich. Ich lege den Kugelschreiber weg. So, es geht weiter mit Hunters gegen Reavers. Hunters von links, Reavers von rechts. Tennis gecallt. Nun aber schnell an den Break. Hunters, 2 Snacks, 2. 2 auf die Tippis, 1 Center. Grubers, Tippi 2, Tippi Maya, Center, Mini-M und der Snake Corner. Grubers in Snake 1. Hunters in dem kleinen Cake auf der Snake. Ist aber nicht sauber angekommen. G2 bei Hunters. Und das ist im Tippi Corner, im Snake Corner, Tippi 2 und Tippi Maya. G1 bei Reverse. Reverse auch noch Tippi 2 im Center, Snake Corner, Snake 1. Snake macht sich Longline und wird geknipst. Ein 3-3, fast identisch. Beide Tippi 2, Reavers im Center, Hunters in der Tippi Maya und beide in der Snake Corner. Oder? Snake Corner noch drinnen, habe ich was nicht mitgekriegt. Reavers in Tippi 3. Ein 2-on-1.
nur noch von Rivers der Center drin. Und der hat sehr schwierig in seinem kleinen Cake. Hunters geht in Snake 1, Snake 2. Rivers hat nicht mitgekriegt, dass der Hunters-Spieler in die Snake-Mitte durch ist. Und wird geschossen. Oh, Penalty bei Hunters, one on one. Kein yeah. Punkt. Was am Fuß gewesen zu sein. Jetzt wird sich noch kurz diskutiert mit den Marshalls. Snake Corner, Snake Meyer, Center, Double Meyer auf der T-Pack-Seite. Identisch. Wo? Da ist der Center in die Meyer mitgerückt und jetzt ins Mini-Am. Damage, T-Pack 2, T-Pack Meyer, Center, T-Pack Snake und Snake 1. Oh. G2 auf Stylos Seite hat die Snake sich die T-Pack Meyers geholt. Alle beide. Stylos nur noch auf der Snake Seite vertreten. Damage geht über die T-Packs durch. Stylos muss ich checken lassen und ist raus. Auch die Snake muss ich checken lassen, ist aber clean. Jetzt ist er raus. Nur noch im Snake Corner von Stylos und Damage. Der Snake Player weiß nicht, wo er ist. Jetzt. Und raus. Mit 5 Spielern alive. So, Damage hat gewonnen mit 4 zu 1. So. Rivers, Hunters. Hunters von links, Rivers von rechts. Hunters, Snake Corner, Snake 1, Center, Maya auf der T-Pack-Seite und T-Pack 1. T-Pack 1 wird gecheckt und ist raus. Rivers, Snake 1, Snake Corner, Snake Maya, Tippy Maya und T-Pack 2. G2, G3 bei Hunters, nur noch auf der G4 bei Hunters, nur noch die Snake 1. Rivers verliert Tippy 50 Spieler. Rivers in Tippy 2, Maya Snake Corner und Snake 2. Rivers wieder in der Tippy 50. Snake rennt, schießt die Snake von Hunters und sind beide raus. Ja? Ja, alles klar.
Was heißt Ton ist überdreht? Zu laut oder zerrt es, knackt es, noch zu leise? Achso, es ist zu laut und zerrt. Kriege ich gerade Feedback. Vielleicht ein wenig runterdrehen. So. Die Marshals diskutieren noch wegen dem Mondverbund bei Hunters Crew. Eine Minute! Timeout by Rivers. Timeout, Rivers! Achso, auch eine schöne Funktion. Die Pitcam hat dieses Jahr Ton, wie ich richtig gehört habe gestern. Also könnt ihr vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mithören. Mach ich. Alles klar. Werde ich beachten, welches Team wo startet. Wie gesagt, ich mache das nicht lange. Ich habe letztes Jahr BZL mal kurz mitgemacht bei Hobi. Ist auch alles noch sehr schnell für mich, den Überblick zu behalten, mir meine Notizen zu machen. Also gib mir 2-3 Tage Zeit, dann wird das auch schon. Ton ist besser. 3:18. 30! Hand ist bereit, spielt von rechts, Rivers von links. Und auch bereit. Wie findet ihr dies Jahr das Bild? Besser? Wackelt irgendwas? Irgendwelche positiven oder negativen Feedbacks wären schön. So. Rüber. Snake Corner, Tippi auf der Snake-Seite, Tippi auf der Tippex-Seite. In die Medusa, in die Mitte gegangen. Und T-Pack 2, Hunter Snake 1, Snake Corner, Snake Maya, Center und T-Pack 1 wurde gerade geschossen. Center geht auf T-Pack Maya, Rivers und Snake. Das läuft. Beckmeier bei Hunters muss ich checken lassen, ist clean. Rivers geht in Snake 2 vor. Und schießt die Meier. Nein, die kam von der Tippex-Seite. Hunters nur noch zu dritt. Rivers zu fünft. Rivers in Snake 1, Snake 2 wurde geschossen, Snake 1, Mensch, T-Pack 1 und T-Pack 2 wurden geschossen. Rivers in Snake 1 und 2. Und in der Tonne in der Mitte. So. 3-3. Tippi 1 wurde von Hunters geladen. Rivers ist die Ken raus.
Jetzt muss die Snake aufpassen auf die T-Pack-Seite. Weil da passt jetzt niemand mehr auf für die Jungs. Der Snake-Player, keine Pötte mehr. Letzte Minute. Rivers alleine. So, Bild ist top, kein Ruckeln, alles super. Könnt ihr bei euch die HD-Funktion einstellen? 2 Minuten! Restspielzeit 46 Sekunden! Also Bild, top, 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 alles gut. Das ist schön zu hören. Bei mir bitte auf. Ich brauche Pötte. Jo, läuft in HD bei den Jungs. Nochmal bitte. Die nächsten Teams machen sich in der Pitbox bereit. Hab ich doch schon. Also Ton habt ihr in der Pitbox dieses Jahr. Und eine Minute! Neue Funktionen nur für euch. Ton ist auch besser geworden, wie ich gerade sehe. Rivers fehlt noch einer. Hunters ist ready. Rivers von links, Hunters von rechts. So, bei Rivers auch alle vor Ort. Am Break. Ten seconds. Hunters, 3 Snake. Ein Center, ein auf der. T-Pack mal bei Hunters geknipst und aus der Snake Maya. Hunters nur noch zu dritt. Beide Mayas Snake Corner. Rebo Snake Corner. Mitte. In der Tonne und T-Pack 2. Auch nur noch zu dritt. Vorbei, noch gab noch ein One for One für Rebus. Ja, haben sie verloren. Rebus, Hunters Crew 2-2. Im nächsten Block Hannover Showdown 2 gegen Kansas Killzone Hammer und Federgeier Kiel gegen Herford Mohawks. Jetzt wird unten noch ein bisschen sauber gemacht. Alles vorbereitet für den nächsten Block. Und dann geht das weiter. Mm.
hier den Paintball Channel. Wir berichten von der Millennium Serie. Machen ausführliche Unboxing Videos. Sind für euch auf der CPS unterwegs. Wir beraten euch zum neuesten Paintball Stuff. Wir rocken die DPL. Für euch sind wir auf dem European Big Game. Wir haben die besten Techniker Deutschlands. Wir berichten um den heißesten Stuff rund um den Paintballplatz. Abonnier den